Ein letzter kleiner Halt vom Haierbettchen. Nostalgie ist Phase, Hase. Zwinki, Zwonki, hier ist meine Spielzeugrubrik mit dem wohltönenden Claim. Spiel's noch einmal, Sam. Kommen wir jetzt zum Spielzeug aller Spielzeuge. Ich weiß nicht recht, was ich sagen soll zum nun vorzustellenden Teil. Jeder kennt es irgendwie, die meisten hatten noch eins davon. Keiner weiß allerdings mehr warum und von wem oft auch. Es ist unter den Spielzeugen irgendwie ein Mysterium. Fest steht nur, und das habe ich gegoogelt, es wurde 1926 von einem Schweizer erfunden und der hat bestimmt auch einen Namen, den sage ich Ihnen aber nicht, weil ich nicht will. Drum rumreden bringt auch nichts. Hier. Die abkackende Giraffe. Das ist. Ganz kurz erklärt. Gibt es in vielen Ausführungen. Reh, Löwe, Hirsch, Waran, Wombat, Wiesent, wozu. Das Tier, gar nicht mal so lebensecht, aus Kunststoff oder so Holz-Pinorek-Kugeln zusammengewämst, ist widerwillig auf ein Podest montiert. Hallo. Und harrt der Dinge, die da kommen mögen. Auf der Unterseite befindet sich ein Mechanismus, den eine knubbelige Hand gut eindrücken kann und dann schlabott. Kollabiert die Giraffe. Der Clou. Wenn man das wieder losliest, richtet sich das Tier auf und rezitierte düstere Gedichte von Charles Baudelaire. Zudem roch es in der ganzen Wohnung nach Ananas. Das war so toll am Arsch. Das war's. Das war alles, was passieren konnte. Du drücktest drauf, Schlabott. Das ist ein Low-Performer. Spielspaß, 1:12. Weißt du? Und das ist... Ich hab Fragen. Zum Beispiel, warum ist das Ding ein Spielzeug? Und für wen? Vielleicht bekommen auf medizinischen Fakultäten so die Erstsemester demonstriert, wie ein Hirnschlag funktioniert. Kann ja sein, weißt du? Schreiben Sie bitte mit, diese Giraffe ist stellvertretend für einen adipösen Kettenraucher Anfang 70 und mein Finger ist der Schlaganfall. Schlabott, Giraffe tot. Fragen? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht... Auch ein Trostpreis für Leute, die sich eine echte Großwildjagd nicht leisten können oder so. Oder ist vielleicht ein Spielzeug für Kinder mit Allmachtsfantasie der Wiederauferstehung, weißt du? Ich sitze neben dem Zimmer, stirb, Giraffe, Schlabott, weißt du? Erhebe dich, Giraffe, Schnunker, stirb, Giraffe, ich habe keine Ahnung. Fest stand nur, wenn man es geschenkt bekam, war es immer irgendwie von der gleichen Sorte Mensch. Geben Sie es zu, oder? Das war meistens so ein verballerter Onkel väterlicherseits, der zu jeder Jahreszeit Slipper trug und so haarige Finger hatte, mit so einem Siegelring vom Sportverein Ickern West so. Und der rasierte sich immer mit so einem Kaffeekannen-großen Bollermann mit drei Scherköpfen und Spiralkabel und roch nach so einem Aftershave, dessen Duftkomponenten schon zur Zeit der Ardennen-Offensive ins leicht Ziegenhafte gekippt waren. Immer ganz schlimm. Und aus dem Maul so Knochenschinken und Geneva. Und bei der Begrüßung fasst er uns Kindern an die Wange und versucht auf so eine kumpelhafte Art, die ruckartig abzureißen. Kennen Sie das noch? Na, ihr Räuber? Was hat der Onkel Werner in der Tasche? Was? Was hat der Onkel Werner in der Tasche? Vollgeflucht das Eukalyptus-Bonbon. Was hat der Onkel Werner in der Tasche? Also bitte, lass mich in Ruhe. Was hat der Onkel Werner? Was hat er in der Tasche? Ein vergilbtes Taschentuch in DIN A4. Was hat der Onkel Werner in der Tasche? Ich weiß es nicht, Onkel Werner. Sprich einfach, sprich. Ich bin erst 8 und will Frieden finden. Ja. Und Onkel Werner so, ja ihn hier, weißt du? Und dann holte er so auf so einen pondestmodierten scheiß Schäferhund hervor. So dieses, hier, guck mal, Thorsten, wenn du unten drückst, kaputt. Und du standst da. Und dann? Was und dann? Ja, und dann? Ja, was und dann? Ja, und dann, Onkel Werner? Was seid ihr Blagen undankbar? Wir hätten uns gefreut, wenn wir damals so was Schönes geschenkt bekommen hätten. Echt? Ja, sicher. Ja, wenn es noch nicht zu spät ist, behalt ihn doch jetzt. Weißt du, und dann war auch total scheiße. Ja. In
Ich habe den dann angenommen, meine Mutter wollte das so. Und als ich dann abends damit in meinem Bett lag und immer wieder draufdrückte, Schlabot, Schlabot, wurde mir klar, es muss doch eine immer wiederkehrende Handbewegung geben, die mehr Sinn ergibt. Und so fing ich an zu onanieren. Das war eine völlig andere Geschichte letztendlich. Fakt ist, irgendwo auf den hinteren dunklen Parkbuchten unseres Reptiliengehirns hat dieses Ding durchaus seine Daseinsberechtigung, oder? Und außerdem denke ich, dass es nach Lego-Movie und Barbie Zeit wird für eine neue Verfilmung mit Spielzeug. Finden Sie nicht? Ich freue mich schon auf den ersten Trailer, wenn es dann heißt, nach Sandra Hüllers Sensationserfolg in Strickliesel Confidential und nach dem Siegeszug von Henning Baums Action-Thriller Monchichi Jackson. Nun, endlich der neue Film von Doris Dörri. Elias Mbarek in Jetzt aber flott, Don Quixote. Die Geschichte eines Ritters, der einfach nicht aus dem Arsch kommt, weil ihm alle 4 Minuten sein komisches Holzpferd zusammenbricht. Schlabot! Ich freue mich besonders drauf. Es ist aber auch scheißegal.